Epivulkan. Und damit grüßt man ihn Zwänge, Gnome, Hobbits und Englodim zu einem neuen Let's Test Alpha Gameplay von der Indie Arena Booth 2021 online, von der Gamescom 2021. Das Spiel kennt ihr vielleicht schon, weil ich das schon mal, ich glaube Summer Game Festival oder E3 war das irgendwo, wo wir das schon mal gespielt haben. Aber wir können es jetzt nochmal spielen hier. Wir spielen You Suck as Parking. Ein wunderschönes Spiel, was ich schon kenne. Ja, wir drücken einfach mal auf Play. Und zacken mal beim Parken. Let's go, press way to accelerate. Ja, halt mein Englisch. A und D. Um halt hier um die Kurve zu fahren. Slow. Ja, und hier haben wir geparkt. Sobald wir langsamer werden und aufhören, gehen wir parken. Das Ziel ist, dort unten in die Parklücke zu kommen. Nein! Ups, das R. Uha! Ja. Muss mal gucken, dass man irgendwie es schafft, in der Runde hinzukommen in eine Parkposition. Ach, beide müssen wir belegen. Nein! Ups. Irgendwann versperren die Autos ja auch einem den Weg. Dann wird es ja nochmal schwieriger. Ja, oder auch so. Fast. Wollen wir mal versuchen, da hochzukommen? Man kann halt nicht entschleunigen. Das ist der Witz an diesem Spiel. Zeit vor der Pulle fahren und dann die hoffen, dass man verdammt daneben ist auch vorbei richtig einparkt. Meistens sagt man aber dabei der Sound ist großartig. Ja, zwei Parkpositionen müssen wir voll kriegen. Das Demo-Level hier zu, um das erste Demo-Level zu schaffen. Ja. Zu weit raus. Und da fällt's. Vielleicht zu hoch gepokert. Und zu weit draußen rumgefahren. Oh, ja, da wollte ich eigentlich nicht lang, aber. Na komm. Noch stehen wir nicht. Ah, doch. Jetzt stehen wir. Nein! Ja. Auf halber Strecke. Muss man natürlich auch noch um die Autos drumherum fahren. Na komm! Nur nicht weh, loslassen. Dann bleibt er stehen. Ach komm, Tank für alle. Aber wir können den anderen noch mit reinkegeln. Ich glaube, das ging auch zu den. Wenn wir jetzt hier rüberfahren, den anderen reinkegeln können. Ja, so natürlich nicht. Ja. Nun macht den Kleistermeister. Jetzt nicht mitten auf der Straße stehen bleiben. Mist.
vielleicht kurz auf den Chat geguckt, ob da was passiert. Yep. Und. Oh nein. Nix, der daneben steht. Denn diesmal keine Begrenzung an Autos. Nur Zeitlimit. Indem wir das irgendwie geschafft haben sollten. Nein, zu weit. Das wird nichts mehr. Und fahr zurück. Letzten 5 Sekunden. Da. Oh. Restart, wir versuchen es nochmal. Verdammt. Hat ja auch keiner erwartet, dass das mit dem ersten Auto. Slow. Ah, so können wir bremsen. Ja gut. Das wäre mal nützlich gewesen. Hätte ich eigentlich wissen können. Wurde mir gesagt, ich habe es bloß einfach überlesen. Ja. Habe ich falsch geparkt. Also der steht da vor dem Parkplatz. Ja, so wirklich schubsen kann man die nicht, aber und mit Kram reinfährt, kann man da. Oh, sehr schön. Parkt. Das erste Mal geparkt. Schief und schräg, aber Hauptsache geparkt. Ein Wohnmobil. Wie schaffst du es? Nö. Ups. Und hops. Und dann kommt eingeparkt. Man kann auch links zum Einparken kommen. Und dann kommt das pinke Mobil. Das pinke Mobil. Das muss ich jetzt schaffen. Ach verdammt. Na komm. Und jetzt, ups, gerade auf zu und fast. Mit dem Reifen müssen wir, glaube ich, noch drin stehen, mit einem, so ein bisschen Hinterachse drin, reicht. Und die Schilder bleiben ja, glaube ich, auch stehen hier, die Parken verboten Schilder. Na toll, zu früh gehalten. Na, ach, so knapp. Na komm, ich wollte schon sagen, was drin. Ja, sehr schön. Nö. Ach, das Orangener. Na komm. Tankfahne. Na komm, den zweiten kriegen wir doch noch irgendwie eingeparkt. Ah, da hätte ich fast einen mit reingeschubst. Das wäre es natürlich gewesen. Und
Oh nö. Gelbes Auto. Na komm, Concentration. Ja, nice. Geparkt. Overworld unlocked. Jetzt können wir ja durch die Overworld fahren. Den Fluss rein. Das ist das nächste Level. Die Windmühle. Müssen wir natürlich erstmal einparken. Und das Einparklevel schaffen kann. So, das sind die drei Level, die wir uns jetzt spielen können. Na dann, Stairway to Heaven. Let's go. Da ist der erste Parkplatz. Uff. Auf der Wiese geparkt. Huh. Das wäre es fast gewesen, wenn ich gebremst hätte. Ja, mit Volker auch einparken ist ja auch nicht. Und. Ah. Relativ nah. Und. Sehr schön. Parkt. Verdammt. Wir haben auch keine Autobegrenzung. Nur 9 Sekunden Zeit haben wir noch. Ich war da noch überhaupt nicht oben. Das wird ja mal nichts. Last Car, verdammt. Oh, 3 Parkplätze haben wir sogar. Ja, komm. Ein Restart sei uns gegönnt. Sorry, Leute. Müssen wir uns mal ein bisschen beeilen. Nicht allzu viel Zeit. Zeitbegrenzung ist knapp. Das macht es schwierig. Na, fast. Wir haben auch nicht mehr die Zeit, weil wir da oben haben wir noch ein drittes. Ich glaube, ich versuche mal ganz nach oben zu fahren, damit wir das mal wenigstens gesehen haben. Mit dem Last Car kann man dann noch eine Weile aushalten, aber ja, oder auch nicht. Next Level. Und da müssen wir parken, okay. Wie zum Henker kommen wir da rein. Oh, fast. Wäre fast ein First Try geworden. Mist. Kann man fast hinfahren und drin landen. Ja, bin schon richtig drüber. Auch hier ist die Zeit relativ begrenzt. Oh, geparkt. Sehr schön. 5 Sekunden gibt es Bonus. Ja, dann müssen wir ein bisschen schräg hier. Um da eins parken. Jetzt bin ich fast da drüben eingeparkt. Muss man es hier über den Berg schaffen.
wird nichts. Versuch zumindest mal da drüben als Karten. Das war ein zweiten kriegen. Oh, das ist zu weit. Last car. Oh. Na komm, ein Restart für das Level. In falsche Richtung. Okay, parken wir erstmal geradeaus dahin. Dann gucken wir uns auf das andere. Fast. Direkt nebeneinander geparkt. Die Wohnwagen nebeneinander. Müssen wir einen Schluck trinken. Die Zeit. So, na komm, das haben wir doch schon mal geschafft. Schon wieder daneben. Schon wieder ein Wohnwagen. Ach. War ich in der ersten Runde besser. Oh, der hat sich fast hier eingeparkt. Oh. Next Level. Neben dem Wurmfeld geparkt. Oha. Auch gefährliches Parken. Oh, das ist die Windmühle. Ich glaube, diese Levels haben wir aber noch nicht gespielt. In der Summer Game Festival Demo, die wir gemacht haben. Das ist halt auch hier Neues drin. Oh ja. 10 Sekunden noch fast. 12 Sekunden war es. Na, das ist ja, das kann ja nichts werden. Stellst dich mitten in den Weg. Oh, ja komm, ein Restart. Ein Restart gönnen wir uns immer. Da fliegt das Auto noch. Keine Zeit verlieren. Ja, wo fliege ich denn hier mal hin? Daneben geparkt. Oder so. Hier kann man auch parken. Sehr schön. Oh, hier, direkt. Das wird das letzte Car sein. Das ist es. Na komm. Ist hier noch ordentlich? Ja. Ordentlich verkacken. Tja. Ich glaube, die anderen haben wir hier noch nicht freigeschaltet. In der Gamescom, Gamescom-Demo, ja. Auch noch nicht wirklich. Ja, nur dieser Parkplatz. Ich kann noch Autoball spielen. Wie kommt man hier jetzt runter? Steht jetzt ein Auto. Wir stapeln jetzt. Oh, ein Ball. Und hat sich, ja. Mit dem Bug. What's the bug? Fliegende Autos. Dann den Ball.
weggebackt. Und da hinten ist noch ein Tragfeld. Können wir da eventuell hin? Der Ballon. Was stand da? Das können wir freischalten, oder? Wenn wir fünf, ich glaube, fünf wir geparkt haben. Ungefähr so. Ja gut, ich würde mal sagen, durch mich nach oben, sollte ich diesen letzten Test von Du Suck at Parking gefallen haben. Hab noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Fahrt vernünftig im Straßenverkehr und parkt auch vernünftig ein. Ja, sagt's nicht beim Parken. Lighthouse. Und ja, wir sehen uns im nächsten Let's Test. Im nächsten GameStorm kommen Let's Test auf dem Kanal wieder. Bis dahin. Haut drinne, habt dann noch eine tolle Zeit. Bis dann.